werden sie ganz Mittelerde mit Krieg überziehen. Das hat mir noch für die Beförderung gefehlt. Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. Sagte dem Sklavenmeister, er sei zu müde zum Arbeiten. Habt ihr das gehört? Zeig das Leuchtfeuer! Anderen! Bleib weg von deiner Los, hol Verstärkung! Ah!
sich etwas bewegt. Auf der Brücke! Schnappt ihn euch! Thank you.
jetzt bist du... Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen. Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Ha! Menschenopfer auf dem Marktplatz! Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Lindel hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen. Der erste dunkle Herrscher von Mittelerde. Der große Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. Meint ihr, er arbeitet für jemanden? Thank you.
mit diesen Maden! Zuerst bringe ich dich um! Dann zeig mal, was du hast keine Vorstellung von meinem Können, Waldläufer! Was ist das für eine Mappe? Magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst. Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Meine Sklaven sterben viel zu schnell, wenn ich sie foltere. Dabei schneide ich sie doch nur ein bisschen. Dann häng sie nicht an den Füßen auf, wenn du es tust, und versuch keine großen Adern zu erwischen. Da ist er! Habt ihr das gehört? Los, geh! Schrei für mich! Dieser Ausschlag wird immer schlimmer. Was, wenn es sich entzündet und sich meine Haut abschält? Zumindest werden die Orks dich dann nicht mehr essen. Wo bist du gewesen, Kind? Ich hab was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein, sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Thank you.
Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Uruk-hai-en starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Bevor ich nach Mordor kam, lebte meine Familie am Andul. Hast du ihn je gesehen? Wer hat das nicht? Ich bezweifle, dass es in ganz Gondor einen majestätischeren Fluss gibt. Udo nervt langsam. Nie ist Grog hier. Hab gehört, wir würden woanders hingeschickt. Aber wir sind... Wir sind frei! Ich danke dir. Der Hauptmann hat mir gesagt, ich soll mich befreien, wenn ich dich heute foltere. Wer sich keine Zeit nimmt, kann das Foltern auch gleich bleiben lassen. Eben. Sag's nicht, dem Hauptmann, aber ich hab sie aufgeschnitten und ausbluten lassen. Ich stehe in deiner Schuld. Dieser Idiot Nasduk dachte, ich werde über ihm schweben. Aber stattdessen war es der Tag, der sich von oben auf ihn stürzte. Schleicht hier jemand herum? Du bist tot. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der Goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Einige der Geflohenen meinten, sie würden versuchen, den Pass bei Kirith Ungol zu erreichen. Oh, in diese Richtung werden sie nicht kommen. In den Bergen lauern üble Dinge. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt.
Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Pfähle aus. Was war das? Ich hab ihn gefunden! Ich hab ihn fast! Dort! Da oben! Moment! Ich rieche etwas! Dieser Uruk wurde erschlagen! Ihr dachtet wohl, ihr wärt schnell genug! Kein schwächlicher Mensch kann einem werden sie am Pranger sterben! Dies soll auch euer Schicksal sein! Versucht nicht erneut zu fliehen! Ohne Füße wird euch das schwerer fallen! Keine Chance, Narr! Menschenabschaum! Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Hörst du denn nie zu? Ich kann ihm gar nicht... Also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirkan. Warum bist du dann hier?
Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Ist wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein.